Ich mache den letzten. Es ist einfach nur ein Bauernhof. Bauernhof, ne? Ein Schopf. Aber nein. Es ist doch kein Bauernhof. Auf dieser Seite ist ein Luftansauger für die Befestigung. Und dann hier haben wir Mauer. Die Mauer ist ca. 1,8 bis 2 Meter Eisenbeton. Reserverrohr. Das wären 8 zu 4 Geschütze hier. Das sind nur 3 Reserverrohre. Mit einer gut trainierten Crew, gut abgestimmten Crew, beschießt man bis 6 Schuss pro Minute. Hier aus dieser Anlage wurde nie ein einzelner Schuss, kein einziger Schuss in das Gebiet und Umgebung. Das zweite sind die Kollateralschäden, also wenn man von hier aus schießt, dann brechen die Fenster und Läden. Und dann ist natürlich der Dorfpolizist, natürlich hat sein Fahrrad genommen und ist dann einfach ein bisschen rum. Für einen Angriff notwendigen Truppen und Material, und die waren immer enorm. Und die hatte man schlicht und ergreifend nicht. Das war einfach auch sehr positiv herstellen. Ja, ja. Ja. Also die sogenannte Angst, die man natürlich auch vorhanden hat. Aber das Ding, ich weiß nicht, wie das überhaupt macht. So, nun, sehr eng. Das ist da sind wir runtergekommen. Drei Schichten. Modernste Technik hier. Für die Füße einfach mal mir eben und dann schlappen, das ist mir zu kalt hier. Das hat es noch nicht gegeben. Ist gemütlich. Bei der Schweizer Armee hat es noch die Anstandsgräben da. Und wichtigste Waffe hier. Die Seite haben wir. Das ist ein cooles Apparat, das hätte mein Vater interessiert. Also wo man hinschießen kann von hier, vom Faulen See aus. Die Ziele, die waren alle vorberechnet. Das heißt, man hat, eben die Truppe hier war, hat man nicht einfach, ist man nicht einfach hier gesessen und hat die Daumen gedreht, sondern man 400 hat sich hier in dieser Gegend hat man sich eine bewunkerte Unterlage mit Hochsicht Telefon. Auf dieses Gebiet hier hat er sich befunden und dann hat er Verbindung gehalten mit dem Hauptmann. Oh, da sitzt die Sekretärin. Gib mal was. Und zwar sind diese Telefonleitungen alle. Was? Da gibt es noch sehr schöne Langhaltstriebe von der anderen Seite. Kann und dann per Kurbel dann Verbindung aufnehmen kann. Diese Telefone sind bis heute in Betrieb. Schütze, die geben die Munition und die Ladung vorzubereiten. Dann hat man einen ersten Schuss in diese Richtung abgegeben. Und zwar nicht direkt aufs Ziel, sondern vielleicht 3 Kilometer auf eine, eben dann auf eine Straßenkreuzung, damit die Gegner nicht merken. Ups. Hoch. Die ganze Anlage funktioniert immer noch. Wir haben einen Dach hier. Bitte sind Sie nicht mehr benutzen, weil das ist ein Segel. Segelierrollator. Also diese Luftrollator hat die Hülse mit der verschossenen Lage durchgegeben. Man hatte die dann hier verputzt, aber hat wieder einen neuen Zünder eingeführt.
Dann hätte man sichergestellt, dass es schön rot bleibt, damit es dann auch dann passt, wenn es in die Kanone hinein würde. Hier ein typisches Schweizer Armee-Modell. Das wurde in den 50er Jahren produziert, das ist diese Manipulationsbock. Das ist ein sogenanntes GST-Modell. Also Gasmaske wegen den eigenen Munitionsdämpfen, nicht wegen Giftgas. Also am Abend im Heft ein Bier zu trinken, hätte er dann hier den Trinkwassertank füllen dürfen, was vielleicht 6-7 Stunden dauert. Aber man hat gesagt, es sei wie eine meditative Tätigkeit gewesen. Ja, also, dass kein Wasser reinläuft. Ah, hier. Ja. Und auf die Seite stellen, umdrehen. 3200 Schuss für die hier in der Anlage, aber wir hatten eine Reserve von 10.000 Schuss. Also der Großteil der Munition war im Hondrichoben eingelagert. Ja, nächste Woche werden wir das wieder ölen, neues Appetiter. Man muss einfach wissen, diese Kanone ist jetzt 80 Jahre hier und eingebaut. Wir haben extra eine Bremse eingebaut. So, jetzt ist das und da kommt die Hülse. Halt mal probieren. Oh, schon angeschlagen, schon nicht gut. So, jetzt, der Geschütz ist bereit. Jetzt darf man hier natürlich nicht stehen, weil beim Auslösen des Schusses geht dieser Lauf zurück durch eine Rücklaufbremse und dann wird wieder nach vorne geschoben. Es braucht eine Rücklaufbremse, damit das Geschütz nicht aus der Halterung hinaus gearbeitet wird. So, genau. Und dann habe ich dort ein Handrad, da steht mit rein kurz. So, jetzt saugt die Luft ab. Das ist gut. Okay, unter der der Schlusswarte drückt diesen Knopf hin. Ah, jetzt ist es leer. Ich habe vergessen, den Kompressor anzulassen. Wird dann die Luft hinausgeblasen durch den Kompressor. Super! Also. Aber das Zeug, da siehst du so. Ja, ja. Zündvorrichtiges. Explosionen. Das sieht aus wie allerlei Kraftübertragung und irgendwo ist noch ein Explosiv. Was wichtig ist noch da, okay? Vom Kaltkrieg hat man das Werk ein bisschen aufdatiert. Hier haben wir Granaten hier für Gefechtsfeldbeleuchtung. Da. Das ist eine normale Stahlgranate und hier sogenannte Nebelgranate. Hier reicht das Herz von Gotthard und hat dann kritischerweise gefragt, ob glücklicherweise nachgefragt, ob die Schweiz Verwendung für diese Straße hätte. Das ist ein Riesenteil. Diese Kanone ist doch mindestens doppelt so groß als die, die wir hier oben gesehen haben. Das ist so leicht. Ja, das ist gut. Okay,
Feldbeobachter, respektive Schießkommandant, muss man jetzt verantworten. 147. Und heute geht das alles in Elektronen und viel schneller. Das Grund, weil wenn man das Ziel verfehlt, würde der Mann nach Italien schießen. Und dazu mal war noch wahrscheinlich der Silvio Berlusconi, war damals noch Staatspräsident in Italien. So ein eingeblasen. Das ist jetzt eine Distanz von etwa 25 Kilometern. Das scheint einfach ein kleiner. Und wo wird er geschossen? Das ist Richtung Petretto Tal. Das ist Grenze zu Italien. Ja. Kurz vor Rom. Kürzlich hatte ich da die Rom. Also eins Schuss ist 48 Kilo. Ja. Ist das gewerkschaftlich zulässig noch? Ja, ja, ganz mal so, ja. Und jetzt alles über 30 Kilo. Man sieht jetzt auch die Verteilung an der Interferenzwand, oder? Er ist gebraucht. Dann sieht man, dass diese Telefonleiter durch die Turmserie über nach Beatenberg ging und diese Festungen dort verbunden waren, auch untereinander. Und dann hat man hier diese Telefonleitung in Interlaken, weil der Generalstab war in Interlaken. Man hatte in Interlaken natürlich auch wahnsinnig viele Lebensmittel und andere Sachen, die man da eingelagert hat, Munition natürlich auch. Das sind die Festnetze der Armee. Das da, ein Periskop ist das, ja? Peri! Ja, alles gut. Alles gut. Keine MG-Stellung. Und da hat es noch. Das ist Zeugs. Noch das Reserve-Röhrli. Und ein kleiner Kran mit Klappfahrzeug. So. Dieser Schuppen, sieht man eigentlich nicht. Hm? Dann der hier und noch der dahinter.